Also an erster Stelle bedanke ich mich sehr herzlich für die Leitung bei der Tollnau, die für mich diese Auszeichnung gegönnt haben. Und das motiviert mich natürlich, vordergründig weiterzumachen. Es ist natürlich schwierig geworden in den letzten Jahren mit den Traditionen und mit der Sammeltätigkeit, aber ich freue mich besonders, dass es mich also weiterhin motivieren kann. Und ich werde weiter arbeiten und weiter forschen in unseren Dörfern der Tollnau, auch in der Pranau und wenn es weitergeht in der Baczko noch, weil das Deutschtum soll in Ungarn noch weiter erhalten bleiben und gepflegt werden. Also viele Fachleute, die bei mir zu Besuch waren, sagen Folgendes: Es ist ein gut gepflegtes Hausmuseum und man bekommt ein komplettes Bild über das Deutschtum in der Tollnau. Und ich habe viele volkskundliche Gegenstände und Erinnerungsstücke von den Fotos angefangen, Gesangbücher, Trachten, Haustextilien. Und wenn die Leute kommen, sie sind immer überrascht von der Menge und von der Qualität, wie viel also ich durch 30 Jahre zusammengetragen habe. Also wenn ich heimkomme im Sommer in den Ferien, dann habe ich viel Zeit herumzufahren und herumzuschauen. Und ich freue mich immer über die Dörfer, wenn ich was Schönes sehe, wie zum Beispiel jetzt die neuen Straßen in der Tollnau, die ich bis jetzt nie in dieser Qualität erlebt habe. Und ich freue mich natürlich über unsere Nachbardörfer in Sackertal, in Diósperény, wenn die Kirche erneuert wird, wenn die Häuser schön erhalten bleiben. Und was mich mit traurigem Herzen erfüllt, das ist, wenn ich auf den Friedhof gehe und immer mehr Leute dort zu finden sind, die einst diese Kultur getragen haben und auch gepflegt haben.